Alle guten Dinge sind drei. Das dachte sich auch die Harmonikerschule Wagner und lud zum dritten großen Schülertreffen rund um das Gasthaus Meierhofer Mühle in Unterlungitz bei Hartberg. Sissi, wie bist du zu der Harmonikerschule Wagner gekommen? Ich habe sehr viele Jahre schon vorgehabt zum Lernen, Harmonika zu lernen und bin dann jetzt nach ewigen Zeiten zu der Firma Strasser nach Graz gefahren und habe mir da eine Ziehharmonika angeschaut und habe natürlich gleich gefragt, wo kann ich am besten einen Unterricht nehmen, um wirklich auch gut zu lernen und jetzt nicht ewig nur Geld zu zahlen und nichts zu können, weil das hat man auch immer wieder wo gehört. Und da ist mir dann eben empfohlen geworden, die Musikschule Wagner und vom Wildbach-Trio, ein Christian. Und bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil einfach wirklich, ja, ich sehe bei mir schon, dass der Erfolg geht und das gefällt mir sehr gut. Dominik, du bist ein sehr großer Fan von Christian Wagner, dem Harmonika-Virtuosen und Chef des Wildbach-Trios. Was gefällt dir, was fasziniert dir eigentlich an seiner Spielweise besonders, an seinem Können? Also wie er immer seine Finger wirft und einfach seine Spielweise, dass immer die Harmonika nur fliegt und so. Leonie, heute ganz in Weiß, wie bist du eigentlich zum Harmonikaspielen gekommen? Ich habe Blockflöten gespielt und dann habe ich, also ein Jahr, und dann habe ich mir gedacht, ich will ein anderes Instrument lernen, weil mir Blockflöten dann nicht mehr so gut taugt. Und dann habe ich mich entscheiden müssen zwischen Harmonika und Hackflöten. Schlussendlich ist dann die Harmonika geworden. Tobias, Katharina und Svenja, ihr spielt sie immer zusammen auch, habe ich schon gehört, gell? Wie viele Stückchen kannst du zusammen spielen? Wie viele habt ihr einstudiert? 10. Und davon hören wir halt eine, oder? Ja, sicher. Perfekt, wir freuen uns. Die Ingrid, sie fährt nicht nach Gscheid bei Birkfeld zur Harmonikerschule, sondern zur Außenstelle, nämlich nach St. Margarethen an der Raab. Ingrid, wie hast du erfahren, dass es auch in St. Margarethen an der Raab Harmonikerschule Wagner gibt? Ja, und zwar bin ich immer nach Gscheid gefahren, zu ihm nach Hause. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht, einfach mit auch Musikkollegen, wäre super, wenn er zu uns kommt, da spart man unseren Weg. Und wir haben die Leute dann zusammengebracht und der Christian war bereit, uns da beizustehen und zu uns runterzufahren. Und das ist super. Jürgen Reuter und Christian Wagner. Jürgen, wie hat das vor 3 Jahren eigentlich alles begonnen? Also vor 3 Jahren habe ich beim Christian angefangen, Harmonika zu lernen. Dann habe ich eine Idee gehabt und habe gefragt, wie schaut es aus? Können sie alle gemeinsam einmal treffen? Und der Christian war auch begeistert und sagt, ja, gute Idee, wo machen wir das? Könnte man vielleicht ein Kistenfleisch machen, von dem haben wir schon vorher ein bisschen plaudert. Sag ich, ja, da fällt mir nur ein Gasthaus ein und das ist die Meierhofer Mühle, die Barbara. Ich habe dann mit ihr geredet, sie hat gesagt, natürlich, kein Problem. Dann haben wir das kurz besprochen, dann haben wir das gemacht und es ist gut angekommen. Das Wetter war bis jetzt immer hervorragend und dann habe ich mir gedacht, ein paar Freunde habe ich noch, die haben alte Traktoren und ein paar Anhänger für Leute zum Transportieren durch die Lafnitz an. Das haben wir dann auch gemacht und das ist dann sehr gut angekommen. Und jetzt machen wir das 3. Mal und ich weiß es nicht, wahrscheinlich machen wir es noch öfter. Ich möchte mich echt einmal beim Reuter, beim
Jürgen bedanken. Es ist wirklich nicht nur ein Schüler, es ist wirklich ein guter Freund mittlerweile geworden. Obwohl es ein Burgenländer ist, was ich immer wieder sage. Diese Hassliebe zwischen Steirer und Burgenländer, also die funktioniert bei uns wirklich perfekt. Aber auch das Team, was noch hilft da, also der Johann Haas und seine Frau, die Sabine und die Jacqueline Stuhlhofer, die was beim Essen ausgeben, dann immer helfen, die machen das hervorragend, damit es da keine Schwierigkeiten gibt und dass das reibungslos abläuft. Liebe Volksmusikfreunde, ein musikalischer Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin Nagler.